Ein großer Schritt für die Demokratie sicherlich. Eine ebenso große Versuchung, wahrscheinlich die Gefahr von Missbrauch vorhanden. Die EU-Ausschussreform birgt Chancen und Risiken, aber sei es drum, es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Jedenfalls zeige sich, dass konstruktive Zusammenarbeit möglich ist. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Politik sich doch bewegen würde, sind sich Kommentatoren einig. Und so viel scheint damit auch fix. Der EU-Ausschuss zur Hyperalpe Adria kommt wie das Amen im Gebet. Guten Abend, meine Damen und Herren, bei 60 Minuten Politik direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament in Wien. Wenn Regierung und Opposition einer Meinung sind, dann sticht dies aus dem politischen Tagesgeschäft deutlich hervor. Es ist eine Fünf-Parteien-Einigung, die als historisch bezeichnet wird. Einzig das Team Stornach hat sich selbst aus den Verhandlungen genommen. Neben den Lobeshymnen auf die EU-Ausschussreform hört man auch schon deutlich reschere Töne. Das liest sich beispielsweise auf der Homepage der Grünen dann so. SPÖ und ÖVP hätten ihren Parteizentralen nicht zur Gänze bewusst gemacht, welch scharfes Instrument das Parlament künftig in der Hand haben würde. Der neuen Macht der Opposition steht die Nagelprobe also erst bevor. Insbesondere die Frage, wie missbräuchlich kann dieses scharfe Instrument verwendet werden, droht jetzt so etwas wie ein andauernder Zwischenwahlkampf, kommt eine EU-Ausschusswelle auf uns zu und was bedeutet all das für die Arbeit im Parlament? Darüber diskutieren Andreas Koller, der stellvertretende Chefredakteur der Salzburger Nachrichten. Hallo Andreas. Servus. Und ich mit den Reformverhandlerinnen und Verhandlern der Parlamentsparteien. Ich begrüße Gabriele Tamandl, sie ist Budgetsprecherin und ÖVP-Untersuchungsausschuss-Fraktionsführerin. Guten Abend. Guten Abend. Den stellvertretenden Klubobmann und Sicherheitssprecher der SPÖ, Otto Bendl. Hallo. Guten Abend. Gernot Dahmann, er ist Nationalratsgeschäftsordnungssprecher der FPÖ. Grüß Gott. Guten Abend. Den Mediensprecher der Grünen, Dieter Broos. Hallo. Guten Abend. Robert Luger, den Finanzsprecher des Teams Stornach. Grüß Gott. Und den Geschäftsordnungssprecher im Nationalrat der NEOS, Nikolaus Scherk. Hallo. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Bereitschaft zur Diskussion. Künftig kann ein Viertel der Abgeordneten einen EU-Ausschuss initiieren. Damit ist eine Minderheit nicht mehr auf die Zustimmung der Regierungsmehrheit angewiesen. Dies ist wohl die wesentlichste Änderung. Umgelegt auf die aktuelle Mandatsverteilung bedeutet das, SPÖ und ÖVP können jeweils im Alleingang EU-Ausschüsse verlangen. Seitens der Opposition ist aber jedenfalls die Unterstützung der FPÖ nötig, weil Grüne, Team Stronach und NEOS auch gemeinsam nur auf 40 Sitze kommen. Christine Meyer-Buhusch mit den weiteren Details der Reform. Nicht alle Themen können künftig in einem Untersuchungsausschuss behandelt werden. Die Untersuchung muss sich auf einen konkreten und abgeschlossenen Sachverhalt beziehen. Zeitlich ist der EU-Ausschuss mit 12 Monaten plus 2 für die Berichtslegung begrenzt. Ein weiterer EU-Ausschuss zum selben Thema ist künftig möglich. Schwärzungen in Akten wird es nicht mehr so leicht geben. Es gibt nun 4 Vertraulichkeitsstufen. Die 3 Nationalratspräsidenten führen den Vorsitz. Ein emeritierter Richter soll als Verfahrensrichter die Erstbefragung von Auskunftspersonen durchführen und bei allen Sitzungen beratend anwesend sein. Die Minderheit kann Zeugen zweimal laden, die Mehrheit so oft sie will. Damit ist sichergestellt, dass zum Beispiel auch Regierungsmitglieder in den Ausschuss kommen müssen, wenn sie geladen werden. Wenn das Minderheitenrecht mich einlädt und vorlädt, dann bin ich dort. Erscheinen Zeugen nicht, drohen Beugestrafen von bis zu 30.000 Euro. Die 3 Volksanwälte sind künftig eine interne Schiedsstelle. Bei einem Konflikt, der über den Verfahrensablauf hinausgeht, soll das Verfassungsgericht urteilen. Ab Jänner 2015 sollen die neuen Regeln gelten. Und dann könnte bereits ein Hypo-EU-Ausschuss starten. Ja, also ich beobachte das politische Geschehen schon durchaus seit einigen Jährchen. Und seit ich zurückdenken kann, wird eigentlich gefordert, dass der Untersuchungsausschuss ein Oppositionsrecht wird, sprich, dass eine parlamentarische Minderheit ihn einberufen kann. Und da hat mich sehr gewundert, Herr Luger vom Team Stronach, warum Sie, also Sie vertreten eine Oppositionspartei, bei dieser Einigung nicht mitgemacht haben. Weil eigentlich müsste das total Ihren Wünschen entsprechen, was da jetzt gekommen ist.
Ja, also Sie haben absolut recht. Natürlich, ich war auch immer jahrelang für ein Minderheitenrecht. Das heißt, dass die Opposition das tun kann, wofür sie da ist, nämlich auch Aufklärung und Untersuchung im Parlament sicherzustellen, die ursprüngliche Aufgabe des Parlaments. Was nur leider hier am Tisch liegt, ist nicht das, was wir wollen, also was ich gewollt habe. Es war ein sehr teurer Kompromiss. Das heißt, für das Recht, einen Untersuchungsausschuss einzuberufen, waren die Kosten sehr, sehr hoch. Das heißt, die politischen Kosten. Die politischen Kosten waren sehr, sehr hoch. Das heißt, letztlich sind die Abgeordneten jetzt zu Statisten verkommen. Es gibt zwar diesen Ausschuss, es wird einen geben, aber die Abgeordneten werden dort nicht mehr die Rolle spielen, die sie spielen sollten. Und das war der Grund, warum wir nicht mitgegangen sind, weil ich glaube, hier soll eher zugedeckt werden von Seiten der Regierung, als Aufklärung möglich gemacht werden. Und das war der Punkt, warum wir gesagt haben, nein, da können wir nicht mit. Aber da muss ich kurz nachhaken, warum glauben Sie eigentlich, dass da mehr zugedeckt werden soll oder dass überhaupt mehr zugedeckt werden kann in dieser Konstruktion? Was hätten Sie sich gewünscht? Nein, man muss sich nur anschauen, also zuerst einmal, dass die Präsidentin, die ja von der SPÖ kommt, hier den Vorsitz führt, dann kommt von außen ein Richter, was ursprünglich auch für die Grünen, die dann doch zugestimmt haben, undenkbar war, dass von außen jemand kommt und hier dann sogar die Erstbefragung macht und zusätzlich noch von der Regierungsmehrheit jederzeit wieder abberufen werden kann und von der Regierungsmehrheit einberufen wird. Also letztlich auch die zusätzlichen Ausgestaltungen, also alles, was hier am Tisch liegt, ist letztlich dazu angetan, der Regierung die Möglichkeit zu geben, im Untersuchungsausschuss möglichst viel unter der Decke zu halten. Und da glaube ich, da wäre mehr drinnen gewesen. Und das haben ja auch die Grünen gesagt nach der Verhandlung. Es war ein Minimalkompromiss. Man hat dieses Fenster genützt und man hätte sich auch mehr gewünscht. Auch von den Neos habe ich das gehört. Wir waren halt so mutig zu sagen, okay, wir wünschen uns mehr und gehen deshalb nicht mit. Herr Luger, ist so jetzt nicht respektlos gingen, aber ein bisschen wirkt es wie politisches Geisterfahren. Ja, da gibt es also fünf Parteien, die sagen, das ist eigentlich okay, die durchaus also unterschiedlicher Positionen sind. Und Sie sind ja auf der einen Seite für einen Untersuchung des Minderheitenrechts und dazu sagen, na, entweder so wie wir wollen oder gar nicht, ist das nicht eine falsche Zugangsweise? Nein, überhaupt nicht. Also schauen Sie, wenn wir als Opposition, und darum geht es ja, die Opposition soll die Regierung in einem Ausschuss kontrollieren. Wenn wir dann keine Rechte im Ausschuss haben oder viel zu wenig Rechte, was haben wir dann von einem Minderheitenrecht? Das heißt, die Opposition glaubt, und vor allem die Grünen, die das ja praktisch im Alleingang verhandelt haben, glauben, dass sie mit medialem Druck hier auch noch was rausholen können, trotz dass dieses Gesetz so ist, wie es ist. Und ich glaube, das wird schiefgehen, aber wir werden es eh sehen. Ich würde gerne Sie fragen, Frau Tammandl, weil Sie vertreten die ÖVP. Die ÖVP war, naja, sagen wir es so, relativ skeptisch bei dieser Ausweitung der Untersuchungsrechte. Also man könnte fast sagen, die ÖVP ist lange auf der Bremse gestanden. War das, was der Herr Luger sagt, nämlich diese Kompromisse, die es da gibt, war das die Bedingung dafür, dass die ÖVP überhaupt bereit war, einer Reform zuzustimmen? Also ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, wovon der Herr Luger da spricht, weil wenn die Minderheit selbst auch Ladungen künftig beschließen kann und keine Mehrheit braucht, um Ladungen zu beschließen, im Gegenteil, es kann sogar eine Person, ein Minister oder irgendeine andere Auskunftsperson zweimal geladen werden mit der Minderheit. Die Minderheit kann nach 12 Monaten noch einmal 3 Monate verlängern, wo ja die Opposition früher immer gesagt hat, die Regierung dreht einen Untersuchungsausschuss ab, wenn es ihr passt. Verstehe ich die Kritik vom Herrn Luger nicht. Und ganz ehrlich, zu verhandeln und einen Kompromiss zu finden und wenn Kompromisse geschlossen werden unter 5 Regierungsfraktionen, ich glaube, das ist sehr beachtlich und darum kann ich Ihre Kritik da wirklich nicht nachvollziehen. Natürlich wird die Opposition jetzt mit diesem Minderheitenrecht nicht nur mit Rechten ausgestattet, sondern natürlich auch mit der Verpflichtung, hier auch intensiv und sachgerecht die politische Verantwortung zu klären, das ist überhaupt keine Frage. Das werden wir alle noch sehen, was uns da erwartet in diesen künftigen Untersuchungsausschüssen. Es ist schon so, ich glaube, dass das für die ÖVP immer ein Schreckgespenst gewesen wäre, wenn jemand zum Beispiel wie der Peter Pilz Ausschussvorsitzender gewesen wäre. Also das ist ja jetzt verhindert, es sitzt die Frau Nationalratspräsidentin. Das heißt, da ist die ÖVP dann schon ein bisschen auf der sicheren Seite, das kann man schon sagen. Nicht? Und das war ein Grund, warum sie dem zustimmen konnten. Ich glaube nicht, dass uns geschreckt hätte, wenn der Peter Pilz einen Ausschussvorsitz macht, sondern uns hat die Politshow, die oft einmal hinter einem Untersuchungsausschuss gesteckt ist, geschreckt hat. Ja? Im letzten Untersuchungsausschuss hat man das auch gesehen. Die Frau Kollegin Moser hat den Vorsitz geführt, aber das, was rundherum stattgefunden hat und wie auch der Herr Kollege Pilz seinerzeit mit der Frau Moser dann auch im Ausschuss umgegangen ist und nicht einmal ihr vertraut hat, dass sie das Richtige macht und dass sie hier versucht, auch eine überparteiliche Vorsitzführung zu machen,
Das hat uns nicht gepasst. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass es jetzt zu einer guten Einigung gekommen ist und dass wir auch in Österreich jetzt natürlich in einer positiven Art und Weise die Demokratie weiterentwickelt haben. Wir entwickeln uns so eigentlich zu einem fast minderheitenfreundlichsten Parlament in ganz Europa. Und ich glaube, dass es ein guter Weg ist. Ich bin auch der Meinung, wir werden jetzt nicht inflationär mit Untersuchungsausschüssen zugeschüttet werden, weil jeder von uns, und egal ob jemand in der Opposition ist oder in der Regierung, weiß ganz genau, was da für eine harte Arbeit auf uns zukommt. Und dass jetzt auch die Opposition die Verpflichtung hat, eben als Minderheit die Mehrheit zu kontrollieren, und das ist verantwortungsvoll. Ja? Und das wird zu keiner Politshow mehr führen. Ich gehe davon aus. Herr Bendl, ich möchte noch ein bisschen, sage ich, politische Archäologie betreiben. Nämlich mit der Frage, jetzt weiß ich aus diversen Parlamentssitzungen, immer wenn es in Richtung Hyperalpe Adria gegangen ist, ist immer auch schon die Diskussion gewesen nach diesem U-Ausschuss, nach diesem Untersuchungsausschuss, als schon lange zugesagtes, aber nie umgesetztes Mittel der Regierungsparteien. Warum hat es denn bis jetzt gedauert, oder anders formuliert, wieso genau jetzt? Hatte man keinen anderen Ausweg mehr? Nein, ich sehe das absolut anders. Ich glaube auch, wenn die Diskussion bei den Verhandlern so weitergelaufen wäre, wie jetzt die Wortmeldungen waren, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir uns geeinigt hätten. Ich glaube, es ist gelungen, das Parlament in den Vordergrund zu stellen und diese Endlos-Diskussion zwischen Opposition und Regierungsfraktion doch etwas zurückzunehmen. Die Demokratie braucht ganz einfach auf gleicher Augenhöhe verschiedene höchste Organe, sagen wir es einmal so, der Staatsgewalten. Und ich glaube, dass das wirklich eine wesentliche, wenn nicht die beste und weitgehendste Weiterentwicklung des Parlaments überhaupt seit 45 ist. Und Sie können sich im europäischen Ausland ansehen. Sie werden sehen, dass kaum ein Parlament solche Möglichkeiten hat wie unseres. Und ich glaube, wenn wir wollen, dass wir ein starkes Parlament haben, ein Parlament haben, das, was, wenn Sie so wollen, auch ein Arbeitsparlament ist. Das, was ist, wird ja dem Parlament seit ewigen Zeiten vorgehalten, Sie kennen den Ausdruck, die verlängerte Werkbank der Regierung zu sein. Wenn wir das nicht wollen, dann brauchen wir ein gestärktes Parlament. Und ich glaube, das ist mit diesem Verhandlungsergebnis gelungen, nämlich die Institution in den Vordergrund zu stellen und die anderen Fragen zurückzunehmen. Und ich habe auch zu jenen gehört, die von der ersten Sekunde an gesagt hat, die letzte Entscheidung in einem Ausschuss hat ganz einfach ein Parlamentarier zu treffen. Wir brauchen keinen von außen. Ich glaube, das Selbstbewusstsein muss so stark sein, dass man das selber regelt. Meine, wir sind eine der drei Staatsgewalten und ich glaube, wir haben hervorragende Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Wir haben sich heute auf die Präsidenten geeinigt. Und daher, glaube ich, wird man in der Zukunft zu beurteilen haben, was das in Wirklichkeit für ein Quantensprung, also auch aus demokratiepolitischer Sicht, für Österreich in Wirklichkeit war. Herr Bros, ich habe zu Beginn der Sendung ein Zitat aus Ihrer, von der Grünen Homepage eingefügt gehabt. Das wird Ihnen zugeschrieben, nämlich der Satz, SP und ÖVP wissen ja gar nicht, oder haben ihren Parteizentralen gar nicht genug plausibel gemacht, welches scharfe Instrument da ist. Ist das schon eine, sage ich mal, ein bisschen etwas von einer Drohgebärde der Opposition jetzt mit der neuen Macht ausgestattet? Ja, um auch dem die Wahrheit zu geben, das war die Antwort in einer Pressekonferenz auf die Frage, warum das jetzt nach 7 Jahren möglich war, was vorher nicht gelungen ist. Ich habe gesagt, gerade in Richtung der Regierungsvertreter, also nicht der Verhandler, sondern wir wissen ja, dass es Minister gegeben hat, Bundeskanzler gegeben hat, die nicht mit besonderer Freude in diesen Ausschuss gekommen sind, dass möglicherweise nicht alle Details so bekannt sind. Aber das war jetzt, würde ich auch nicht überbewerten dabei drinnen. Grundsätzlich, und das ist vielleicht schon eine Frage, wenn man es bewertet, Deutschland war das große Vorbild. Wir haben immer begonnen mit Deutschland als das Land in Europa, wo es diesen Untersuchungsausschuss als Minderheitsrecht in der Form gibt. Ich würde aber nicht einmal sagen, dass unsere Rechnung unsere Regelung hinter Deutschland zurückfällt. Wir haben manche Differenzierungen vorgenommen. Es gibt Bereiche, wo wir weitergehen. Unter anderem auch das, was der Kollege Luger anspricht. In Deutschland haben die stärksten Fraktionen immer den Vorsitz gehabt. Es ist immer so, dass die stärkste Fraktion als Regierungsfraktion auch dort den Vorsitz dabei hat. Einen Vorsitz, den man grundsätzlich der Opposition zuschreibt, gibt es in Deutschland auch nicht. Und was bei uns ganz wichtig geworden ist, ist, dass wir eine sehr große
Überprüfungsmöglichkeit drinnen haben, dass nicht mehr Mehrheitsentscheidungen gelten, sondern dass letztlich Rechtsfragen geklärt werden. Und das ist, glaube ich, ein Quantensprung. Was bislang war, war immer, wenn es eine Streitfrage gegeben hat, hat die Mehrheit letztlich im Ausschuss entschieden. Wenn es jetzt eine Streitfrage gibt, entscheidet der Verfassungsgerichtshof. Und wenn man irgendeine unabhängige Instanz in der Republik sucht, wird man wahrscheinlich relativ bald darauf kommen, dass man die dort finden kann. Also ich finde, in der Abgrenzung im Kern ist das, was wir gefordert haben, als Opposition umgesetzt. Über die Präsidenten und wie das in der Praxis ist, sind wir uns alle wahrscheinlich ein bisschen unsicher, wie das mit Arbeitsbelastung ausschaut. Es gibt auch Vertretungsregelungen, das wird sich auch weisen. Wir hätten uns einen Parlamentarier genauso vorstellen können. Aber von den grundlegenden Fragen, nämlich Akten als Minderheitsrecht, das waren die Kernpunkte, Zeugenladung als Minderheitsrecht, gesagt, das ist für uns ein No-Go, über das hinwegzugehen. Das ist gekommen. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis. Und ich glaube auch, dass sich in der Zusammenarbeit etwas verändern wird, weil das hat Otto Bendl völlig richtig gesagt, es geht auch um die Frage, wie das Parlament in Summe auftritt, auch in der im Verhältnis Parlament gegen Regierung. Und das ist, glaube ich, etwas, was in Österreich kaum vorstellbar war, dass das so kommt. Trotzdem steht der Vorwurf des Team Stronach im Raum, dass sich, wenn man so sagen kann, die anderen Oppositionsparteien über den Tisch ziehen lassen haben bei der Zustimmung zu dieser Reform. Ich möchte Sie fragen, Herr Dahmann, von der FPÖ. Also die FPÖ ist immer eine sehr, wie soll ich sagen, offensiv auftretende Oppositionspartei. Und es ist schon so, nicht, wie der Herr Prost sagt, Vorsitz in dem Ausschuss führt die Nationalratspräsidentin. Der Verfassungsgerichtshof trifft ganz wichtige Entscheidungen. Ist da wirklich noch viel Platz für die Opposition, um sich da zu profilieren und unter Licht ins Dunkel von aufklärungswürdigen Vorgängern zu bringen? Natürlich, und das mehr denn je, Herr Dr. Koller. Denn man muss natürlich schon die Kirche im Dorf lassen. Und wenn der Kollege Luger sagt, wir haben uns zu billig verkauft und es gäbe keine wirklichen Minderheitenrechte, auch in der Verfahrensarbeit selber, dann hat er offensichtlich auch das Endprodukt, das Endergebnis, das wir jetzt auch als Antrag eingebracht haben, nicht in vollständiger Art und Weise konsumiert und auch durchdacht. Denn wir müssen uns noch anschauen, was waren früher die Probleme bei einem Untersuchungsausschuss. Man hat einmal eine Mehrheit im Parlament gebraucht, um diesen einzuberufen. Die Mehrheit war im Normalfall logischerweise dann auch die Mehrheit der Regierungsparteien, die eigentlich kontrolliert hätten werden sollen. Das heißt, ohne diese Mehrheit hat es diesen Ausschuss nicht gegeben. Die zweite Krux einer ganzen Geschichte im derzeitig jetzt geltenden Verfahrensrecht ist, dass wir mit der Minderheit nicht die Möglichkeit gehabt haben, unsere Auskunftspersonen, die wir als wichtig erachtet haben, durchzubringen und genauso auch nicht die Aktenanforderungen in entsprechender Art und Weise hier Platz greifen zu lassen, um damit auch arbeiten zu können. Und zu guter Letzt hat die Regierung, wenn sie sich zu stark auf den Fuß getreten gefühlt hat, jeden Ausschuss nach Gutdünken abdrehen können. Und das ist nunmehr alles nicht möglich. Das heißt, wir haben nicht nur geschafft, und deswegen ist es auch ein sehr gutes Modell, das wir hier fertig verhandelt haben mit meinen Kollegen, dieses Modell sieht nicht nur vor die Einsetzung des Ausschusses als Minderheitenrecht, sondern das, wie auch der Kollege Boss eben gesagt hat, die Rechte im Verfahren selbst, dass diese Minderheiten freundlich ausgestaltet sind. Und ich glaube, dass das sehr wesentlich ist. Wobei ich auch eines noch anfügen möchte. Für uns war es von Anfang an immer wichtig für die Freiheitlichen, dass wir parlamentarische Kompetenzen im Haus belassen und nicht an Nicht-Parlamentarier übertragen. Und das ist hier auch entsprechend abgebildet. Bevor der Herr Luger, der schaut schon in den Startlöchern. Dings, es ist ja ein bisschen jetzt 5:1. Das ist, würde ich sagen, jetzt aber eine schwierige Situation. Trotzdem, ich möchte noch den Herrn Scherak, damit wir die erste Runde und dann bitte ich Sie auch darauf zu antworten. Und ich frage auch Sie, die Frage, die an den FPÖ-Vertreter gestellt wurde, auch Sie von den NEOS, neben ja, Cannabis und das Thema, haben Sie sich über den Tisch ziehen lassen? Ich glaube, das ist keinesfalls. Also genau, wir haben es jetzt eh schon gehört, all diese Rechte, die für die Opposition und für die Minderheit so wichtig sind, gibt es in dem zukünftigen Untersuchungsausschuss und in der Verfahrensordnung. Natürlich kann man irgendwie nach dem Motto wünsch dir was sagen, man will immer laden können und es ist nicht begrenzt, aber ich glaube, es ist ein guter Kompromiss, auf den man sich geeinigt hat. Die wesentlichen Dinge sind da. Als Minderheit kann man den Untersuchungsausschuss einsetzen. Was wir auch immer klar gesagt haben, wir wollen, dass die letzte Entscheidung im Parlament ist und die Vorsitzführung ein Parlamentarier ist. Die drei Präsidenten sind Parlamentarier. Ich glaube auch, dass sie diese objektive Vorsitzführung sehr gut machen können. Das ist ja genau das, was sie im Plenum auch machen. Insofern ist das ohne weiteres eine gute Lösung. Ja, das ist ganz wichtig für uns gewesen. Darf ich da noch ganz kurz noch unterbrechen? Nämlich eine Zusatzfrage. Sie haben jetzt auf die drei Präsidenten angesprochen. Jetzt klingt das für einen Außenstehenden so, also die drei Präsidenten, die haben eigentlich eh nicht so viel zum Tun. Jetzt hängen wir ja nur an Untersuchungsausschuss um, der ja
nehme ich jetzt einmal an, sehr zeitaufwendig ist. Ist das überhaupt schaffbar? Weil das ist nämlich nicht so, wie man meint, dass das also wenig Arbeit ist, Präsident im Parlament, im Nationalrat zu sein, sondern das ist ganz schön eine Tätigkeit. Jetzt frage ich, was passiert denn, wenn die Präsidentin oder einer der beiden Präsidenten einfach sagt, also jetzt kann ich nicht mehr? Also natürlich ist das viel Arbeit, gar keine Frage, und die haben sonst auch sehr, sehr viel Arbeit, aber ich glaube, das war der gute Kompromiss, den man gefunden hat, und dafür ist ja die Situation da, dass alle drei Präsidenten sich gegenseitig vertreten lassen können, also die drei selbst plus zusätzlich noch jemand. Man muss sich doch in sowas einarbeiten. Selbstverständlich muss man sich einarbeiten, aber dafür haben wir auch gute Möglichkeiten geschaffen, dass ein Verfahrensrichter, der das ganze Verfahren begleitet, der unterstützend tätig ist, die Parlamentsdirektion ist unterstützend tätig, der Verfahrensanwalt, das sind ja viele Leute, die insgesamt am Verfahren teilnehmen, und klar, ja, es wird ein unglaublicher Aufwand, das bestreitet ja keiner, das haben wir in den Verhandlungen auch öfters angesprochen, aber wir halten es trotzdem für den richtigen Weg, dass wir jemanden aus dem Parlament, der diesen Vorsitz führt, und dadurch, dass wir sagen, wir wollten diese objektive Vorsitzführung, das war ja einer der wesentlichen Dinge, die wir in den Verhandlungen diskutiert haben, dass es eben nicht mehr diesen Tribunalcharakter hat. Mhm. Und da war klar für uns alle, dass wenn das jemand kann und wenn das jemand, und wo die Objektivität ja auch gegeben ist im Plenum, dass das die drei Präsidenten machen können. Ich glaube, jetzt sollten wir, weil es ist schon, und es sind 5-1. Also zuerst der Herr Luger, bitte. Also ich finde das wirklich furchtbar. Also wenn man sich die Historie ansieht, wir haben ja gemeinsam als Opposition über 20 Mal einen Antrag auf Untersuchungsausschuss gestellt. Wurde immer abgelehnt von der Regierung, weil man hier keine Kontrolle wollte. So, und jetzt plötzlich kommt Lobatka und Schieder mit einer Einigung daher, freuen sich wie Max und Moritz vor dem Christbaum, bringen diese Einigung. Und dann soll mir jetzt einer erklären, warum die Regierung nach 20 Mal Ablehnung jetzt angeblich, und das wird ja behauptet von der Regierung, etwas zugestimmt hat, was schlechter ist, als es vorher war. Weil das ist ja die Argumentation. Auch die Opposition sagt das. Die Opposition sagt, dass wir jetzt mehr Rechte haben, als es vorher gegeben hat. Das heißt, wenn die Regierung unseren 20 Anträgen zugestimmt hätte, dann hätten sie einen Vorteil gehabt im Vergleich zur jetzigen Situation. Das sagen Sie, nur es ist falsch. Und das wissen Sie und das weiß die gesamte Opposition. Man hat sich hier über den Tisch ziehen lassen und versucht es jetzt als große Einigung, großen Vorteil zu verkaufen. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Der Verfahrensrichter. Aus meiner Sicht eine Katastrophe. Der führt die Erstbefragung, hat umfangreichste Rechte. Der wird von der Regierung bestimmt und jetzt kommt's, der kann auch wieder von der Regierung abgesetzt werden, wenn er nicht passt. Man muss sich mal vorstellen. Nicht, dass man hier sagt, da kann die Opposition den absetzen, wenn der nicht passt. Nein, die Regierung macht das. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn jemand von der Regierung bestellt ist, von der Regierung bezahlt und von der Regierung wieder abgesetzt werden kann und so umfangreiche Rechte hat, das kann nicht gut gehen. Und das gibt ganz, ganz viele Punkte. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir die Zuschauer auch damit langweilen. Also es ist einfach das Problem, dass die Glasperlen, die man uns gegeben hat, in Wahrheit nichts wert sind, weil es wird hier zugedeckt und nicht aufgeklärt. Und das ist schade und das war der Grund, warum wir nicht zustimmen konnten. Mhm. Herr Bendl. Nur eine Klarstellung, ja. Also die Regierung kann intern beim Parlamentarismus überhaupt nicht. Das sind doch keine Märchen. Also ich habe Ihnen zugeguckt und ich gehe davon aus, dass man wenigstens auch zuhört. Nicht? Tut weh. Ich habe Ihrer Klubobfrage gesagt, schade, 50% falsch, was Sie da gesagt haben. Ihre Information hätte sich also angeschaut, was da beschlossen ist worden oder was wir uns geeinigt hätten. Das Parlament. Und es ist auch in einer Demokratie notwendig und üblich, dass wir Vorsitzende haben, so wie in die Ausschüsse, die sind alle nach der Hand ausgerechnet, bis zu den Präsidenten. Und wenn das Haus funktioniert, und da sind wir sehr einig, dass es funktioniert, stellen wir den Präsidenten oder die Präsidiale ja nicht in Frage. Und das war so auch der Grund, warum wir gesagt haben, wenn das ganze Haus so funktioniert, selbstbewusst, wo wir eh alles in den Sitzungen gemeinsam verhandeln, dann wird dieser Ausschuss auch funktionieren. Aber eins, Herr Kollege, lehne ich ab. Die Regierung bestellt niemand, die Regierung setzt niemand da. Das sind selbstbewusste Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Stimmt doch nicht. Na, was heißt, stimmt nicht? Das ist stimmt so. Nicht. Das stimmt nicht. Ja, Herr Boss. Sie haben genau die Frage jetzt aufgeworfen, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn damals dieser Antrag eine Mehrheit bekommen hätte. Jetzt kann man ja relativ simpel vergleichen, was passiert wäre. Der Antrag wäre wahrscheinlich ein ziemlich ähnlicher. Frage 1. Wer hätte im Ausschuss nach dem alten Verfahren bestimmen können, dass ein ehemaliger Finanzminister, ein Bundeskanzler im Ausschuss kommt? Nur die Regierungsmehrheit. Jetzt braucht es die Regierungsmehrheit nicht dazu. Jetzt kann die Minderheit festlegen, dass jeder Finanzminister, der in dieser Zeit bei der Hypo Verantwortung hatte und einen Zusammenhang mit Untersuchungsgegenstand hat, geladen wird. Und zwar nicht nur einmal geladen wird, sondern zweimal geladen wird. Wer hätte im damaligen Ausschuss bestimmen können, welche Akten geliefert werden? Die Regierungsmehrheit.
nur mit Regierungsmehrheit. Jetzt kann das die Minderheit. Also ich glaube, man braucht ja nicht viel weitergehen, um zu sagen, welches Verfahren ist jetzt für die Opposition besser. Das, wo die Minderheit als Kontrolle durchsetzen kann, was passiert, oder das, wo immer die Regierung notwendig gewesen wäre als Parlamentsfraktion. Also ich weiß nicht, ich verstehe es ja eh. Jetzt sind 5 dafür, jetzt ist eine gute Position. Wenn einer dagegen ist, hat man eine Sonderrolle. Überhaupt. Aber in der Substanz her ist es nicht nachvollziehbar, überhaupt, wie die Argumentation hier läuft. Kurz in der Reihenfolge, also wir haben eine imaginäre Redeliste und da ist jetzt eigentlich die Frau Tamandl dran. Bitte schön. Ja, also wie gesagt, ich verstehe das auch überhaupt nicht, weil wenn Sie sich ansehen, was die größte Kritik immer war, wenn ein Untersuchungsausschuss dann getagt hat, wenn ein Untersuchungsausschuss dann in Fahrt war und so weiter, dann waren es meistens die Aktenlieferungen. Ja? Es waren auch die Aktenschwärzungen. Das ist jetzt in Zukunft dann auch anders geregelt. Ja? Das heißt, bitte? Anders, ja, anders. Naja, aber besser geregelt, ganz einfach. Und auch Streitigkeiten, wenn man sich uneinig ist, ist wesentlich besser, wenn der unabhängige Verfassungsgerichtshof hier in einer schnellen Entscheidung da als unabhängig zu einer Entscheidung kommt. Also ganz ehrlich, Ihre Argumente, die kann ich nicht nachvollziehen, weil gerade diese Argumente, der Kollege Prost hat es gerade gesagt, ich meine die Aktenlieferungen, alleine das, ja, dass die Mehrheit der Parlamentarier die Aktenlieferungen bestimmen können, beziehungsweise auch ablehnen konnten im vorigen Verfahren. Ja, das wird jetzt in Zukunft nicht mehr sein. Und man wird sich auch hier viel mehr auf etwas einigen müssen. Und wie gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Und was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, Herr Luger, wenn ich schon sage, ich hätte da verschiedene Punkte gehabt und die hätte da gerne eingebracht, warum man sich dann gar nicht auf einen Verhandlungstisch setzt. Ja, wir sind ja bei allen Verhandlungen dabei gesessen, sicher. Aber das verstehe ich zum Beispiel dann überhaupt nicht, ja, dass Sie heute dann sagen, also quasi, es ist alles schlecht. Ja? Weil alles schlecht und alles gut, das wird es nie geben. Ja? Sondern man kann durchaus einmal ein paar Punkte finden, wo man sagt, naja, das waren gute Punkte. Aber natürlich, das hört man von Ihnen nicht und das ist schon eigentlich schade, wenn sich 5 Fraktionen einigen, dass Sie dann kommen und sagen, es ist alles schlecht. Ja? Auf den Herrn Dahmann zurückzukommen von der FPÖ. Sie haben vorher gesagt, Untersuchungsausschuss kann jetzt nicht mehr von der Regierung abgedreht werden. Nur, er kann schon abgedreht werden, weil es ist jetzt eine zeitliche Befristung. Er darf ein Jahr dauern, dann darf er noch verlängert werden und noch einmal verlängert, dann ist er aus. Er ist auch dann aus, wenn Wahlen bevorstehen. Das heißt, endlos kann er nicht tagen. Es gibt aber möglicherweise komplexe Materien, die vielleicht sogar einen Legislaturperiode übergreifenden Untersuchungsausschuss erfordern würden. Also, was sagen Sie dazu? Das ist natürlich auch ein Diskussionspunkt bei uns gewesen. Und wir haben das sehr pragmatisch damit gelöst, dass natürlich die Minderheit nach einem ausgelaufenen, beispielsweise durch Neuwahlen ausgelaufenen Untersuchungsausschuss, denselben, sogar wortgleich mit dem gleichen Untersuchungsgegenstand wieder beantragen und einsetzen kann. Ja? Also das Verlangen darauf stellen kann und dann auch inhaltlich weiterarbeiten und das abarbeiten, was bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht erledigt wurde. Das heißt, die Regierung, beziehungsweise jetzt die Regierungsfraktionen, aber auch die Regierung hat keinen Persilschein, dass durch Zeitablauf vielleicht, weil ein Untersuchungsausschuss zu kurz vor einer Wahl gestartet wurde, danach der Segen wiederhergestellt ist und in Ruhe weitergearbeitet werden kann. Nein, hier steht die Aufklärung im Zentrum unserer Pflichten, auch als Abgeordneten. Und die Kollegin Damandl hat am Anfang in ihrer ersten Wortmeldung gesagt, in Zukunft hat die Minderheit die Pflicht, die Mehrheit zu kontrollieren. Wir haben es bis jetzt als einzelner Abgeordneter hier herinnen auch schon gehabt. Ja? Und es wurde uns natürlich durch die Verfahrensordnung ermöglicht. Und umso wertvoller ist auch dieses Ergebnis, das wir hier erzielen konnten. Und da möchte ich auch noch 2 Punkte anführen, um das auch entsprechend zu begründen. Es wurde hier auch mehrfach gesagt, das Rechtsschutzinstitut des Verfassungsgerichtshofs löst eine Mehrheitsentscheidung hier im Parlament ab. Eine Mehrheitsentscheidung in jener Mehrheit, die bisher die Mehrheit war, die auch die Regierung gestellt hat. Das heißt, das ist ja ein, wie gesagt, Quantensprung, der ist nicht hoch genug einzuschätzen im ganzen Prozedere und auch für die Qualität der Entscheidungen in einem Ausschuss, da natürlich dann auch die Minderheit, die den Verfassungsgerichtshof beispielsweise anruft, das kann natürlich auch die Mehrheit tun, dort durch diesen höchsten Gerichtshof auch entsprechend Recht gesprochen bekommt und das auch entsprechend zu akzeptieren hat. Zweiter Punkt zum Thema Arbeitsanforderung und entsprechend vielleicht auch Überforderung für die Präsidenten als Vorsitzender dieses Ausschusses. Gilt es eines zu sagen, natürlich wird es eine extreme Herausforderung für alle Fraktionen hier im Hohen Haus sein, dieses Arbeitspensum auch zu bewältigen, vor allem auch mit den eigenen Experten, Juristen im Hintergrund, auch die zuarbeitenden Abgeordneten selber, die sich entsprechend
höchst korrekt auch auf diese Ausschüsse vorzubereiten haben, weil natürlich auch die Informationsordnung hier hereinspielt und wir mit den Aktenstücken auch sehr sensibel umzugehen haben. Aber natürlich diese Aktenstücke haben, die wir früher oft ordnerweise geschwärzt nicht bekommen haben, aber ohne Informationen bekommen haben. Und was die Präsidenten nochmal betrifft, gilt hier klar zu sagen, die führen den Vorsitz. Die sind für die Einhaltung der Verfahrensordnung zuständig. Die machen keine inhaltliche Arbeit. Und das ist anscheinend auch eine Fehleinschätzung des Team Stronach, dass hier politisch ein Nutzen daraus gewonnen werden könnte, weil man den Vorsitz hat und auch noch inhaltlich arbeitet. Die sind dafür nicht zugestellt und werden auch nicht eingerechnet in die Ausschussmitglieder der jeweiligen Fraktionen. Die haben alleine dafür zu sorgen, dass hier in Zusammenarbeit mit Verfahrensrichter und Verfahrensanwalt der Rechtsschutz der Auskunftspersonen und aller Beteiligten eingehalten wird und das Gesetz auf Punkt und Beistrich abgebildet ist, um die Aufklärung voranzutreiben. So steht es aber nicht im Gesetz übrigens. Ja. Ich möchte aus der politischen Archäologie ein bisschen in die Futuristik schreiten, bevor ich den Scherich frage. Ich hätte nur von Ihnen eine ganz kurze Ja- oder Nein-Antwort. Künftiger Urschuss, welches Thema auch immer, wird sich das Team Stronach beteiligen oder nicht? Na, selbstverständlich, aber auch um den Beweis anzuführen, dass da nicht aufgeklärt wird, sondern es letztlich zugedeckt. Ein Ja hätte genügt. Herr Scherak, schauen wir in die Zukunft. Ja, wir haben jetzt also das, was Sie ausverhandelt haben. Das Minderheitenrecht ist da zum Thema Untersuchungsausschuss. Jetzt ist der gelernte Österreicher einer, der sagt, naja, der Urschuss, so irgendwie kommt da eh nicht wirklich was raus. Hat man auch bei dem letzten schon gesehen. Was droht uns denn jetzt? Wird es jetzt so etwas wie einen Dauer-Zwischenwahlkampf geben, sodass vielleicht die Regierungsparteien versuchen, mit Orchideenthemen sozusagen Urschüsse an den Rand zu drücken und solche Sachen? Besteht nicht diese Gefahr? Ich würde gerne ganz kurz noch einen Schritt in die Vergangenheit, weil das haben ja die Kollegen auch schon gesagt, was denn die Regeln sind und wieso der Herr Kollege Luger recht liegt. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass er die historische Genese offensichtlich nicht mitbekommen hat, weil das waren mehr als 20 Oppositionsanträge von allen vier Oppositionsparteien, die den Druck erhöht haben auf die Regierungsparteien. Das waren mehr als 250.000 sind jetzt, glaube ich, Menschen, die diese Petition unterschrieben haben. Sie haben heute dieses Hypotopia, das vor das Parlament getragen wurde. Das heißt, das ist ein Druck von außen gewesen und da glaube ich einfach, dass viele Abgeordnete der Regierungsparteien auch einfach gemerkt haben, dass sie noch als Parlamentarier hier einfach was tun sollen und dass hier was gemacht werden muss. Und jetzt kann man ohne weiteres darüber diskutieren, ob sonst die Abgeordneten der Regierungsparteien als verlängerte Werkbank der Regierung sind. Kann man diskutieren, aber gerade in dem Fall war es faktisch nicht so, weil alle gesagt haben, so, wir müssen hier was ändern. Um auf die Zukunft zurückzukommen, ich glaube nicht, dass wir hier ein dauerhaftes Spiel haben werden und schauen, dass wir irgendwie Dinge verschleppen und dieser Urschuss keine sinnvollen Dinge zutage tragen wird. Und ich glaube auch, dass der gelernte Österreicher, den Sie gerade angesprochen haben, hier gesehen hat, was seine eigene Stimme bringt, nämlich all die diese Petition unterschrieben haben, haben klar gemerkt, dass dieser Druck von außen und dieses als Bürger auch seine Pflicht in die Hand zu nehmen und sagen, ich will hier Aufklärung, dass das zu was geführt hat. Und genauso glaube ich, dass das in den Untersuchungsausschüssen so sein wird, weil sich ja auch die Opposition bewusst ist, was sie für eine Verantwortung hier hat. Weil hier ein Spiel zu spielen und andauernd einen Urschuss einzusetzen und irgendwelche Dinge, irgendwelche Orchideenthemen, wie Sie es angesprochen haben, anzusprechen, das glaube ich, da ist sich die gesamte Opposition bewusst, da ist sich auch die Regierung bewusst, weil ja genau das, was früher war, dass wir hier Tribunale haben, dass am Schluss möglicherweise nicht so viel rauskommt, wie sich alle erhofft haben. Das wollen wir ja alle nicht, sondern wir haben ein probates Mittel, um wirkliche Missstände und Dinge, die passiert sind, aufzuklären. Und das wird, glaube ich, die Opposition klar verstehen, dass sie hier aufpassen muss. Und es werden auch die Bürger verstehen, dass sie mit ihrem Teil was beigetragen haben und dass deswegen auch was rauskommen wird in Zukunft. Sie haben den gelernten Österreicher, so wie ich, angesprochen. Ja, was sagen die dazu? Bewirken Urschüsse wirklich eine Machtstärkung der Opposition? Und was bedeutet das für die Arbeit im Parlament? Anna-Katharina Kreusel hat sich unter Passanten nahe dem Schloss Schönbrunn in Wien umgehört. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, ein Stimmungsbild. Hier sind die Antworten. Ich finde, dass eine faire Position für die Opposition geschaffen wird und Kontrolle tut dem Land gut. Zumindest haben sie mehr Rechte, nicht, und können auch agieren. Ich hoffe halt, dass da zügig gearbeitet wird, dann ja, das ist auch keine Behinderung vom Parlament. Weil die Opposition dann sicherlich dieses Instrument viel mehr nutzen würde, um sich damit auch mehr Gehör zu verschaffen und mehr Gewicht zu haben. Um damit der Koalition natürlich ein bisschen mehr auf die Pelle rücken zu können, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass sich die Opposition auch einmal einigen muss.
Und da ist ja unsere Palette von rechts nach links sehr, sehr groß. Und erst wenn die es schaffen, da ein bisschen auf einen Konsens zu kommen, erst dann werden wir es schaffen, dass mehr Untersuchungsausschüsse durchgesetzt werden. Das, was aufgearbeitet gehört, das ist natürlich die Bankgeschichte in Kärnten und so. Dass es jetzt so einhellig seitens der Oppositionsparteien passiert, das freut die Leute. Hypo ist ein Thema natürlich und in jedem größeren Bereich, wo es um viel Geld geht, und wo unklare Situationen entstanden sind, da sollte man hineinleuchten. Man kann nicht wegen jedem Schmarrn, sage ich jetzt, einen Untersuchungsausschuss einleiten, sondern man soll sagen, wenn es um einen Strafrahmen geht, dann soll man das einsetzen. Oder wenn es um einen finanziellen Betrag geht, soll man das einsetzen. Also für x-beliebige Fälle soll man nicht unbedingt einen Kontrollausschuss einsetzen. Ja, also die Passanten auf der Straße sind in der Regel eher begeistert von dieser Einigung. Offenbar freuen sich die Leute auch, wenn es Einigung gibt in der Politik. Sehr interessant. Einer der befragten Passanten hat die Hypo-Bank angesprochen, die ja jetzt im Untersuchungsausschuss demnächst untersucht werden soll. Ich möchte Sie fragen, Herr Broos, weil ja die Grünen immer sehr dahinter waren, dass da aufgeklärt wird. Was soll bei diesem Hypo-Untersuchungsausschuss eigentlich noch rauskommen, auf das noch nicht die Justiz gekommen ist? Nicht? Weil es sind ja schon sehr viele Dinge anhängig in dieser Causa. Was erwarten Sie sich? Ja, der Kern parlamentarischer Untersuchung ist ja keine strafrechtliche Verantwortung, sondern eine politische Verantwortung. Und da, glaube ich, gibt es schon noch einige Dinge, wo es entsprechend es aufzuarbeiten gilt, Befragungen möglich zu machen gilt. Man muss ja auch sehen, wir haben ja immer den Zusammenhang mit der Verantwortung der Regierungspolitik dabei drinnen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum zu schauen, wer jetzt privat welchen Schnitt bei der Hypo gemacht hat. Das wird der Ausschuss nicht wirklich aufklären können. Aber welche Kontrollen stattgefunden haben, wie die Finanzmarktaufsicht agiert hat, wie diese ominöse Nacht bei der Notverstaatlichung dann gelaufen ist, welche Informationen dort gekommen sind, ob man das besser machen hätte können. Das sind alles Dinge, die wir noch nicht wirklich gehört haben im Sinne einer Befragung und der Wahrheitspflicht im Übrigen, wo sicher auch die Beteiligten Personen dann entsprechende Auskünfte geben müssen. Und dieser Hypo-Ausschuss in den Bereichen wird unserer Meinung nach schon einiges aufklären. Ich möchte nur ein Beispiel sagen, das hat der Kollege Kogler schon zitiert, es gab dann Korrespondenz ja auch aus der Nationalbank, wo schon die Betroffenen miteinander kommuniziert haben und gefragt haben, naja, da könnte ja mal ein Ausschuss kommen, welche Stellungnahmen soll man jetzt abgeben und können wir einen Persilschein ausstellen? Also dort wären natürlich die, die dann damals betroffen waren, auch befragt werden und die sind noch nicht gehört worden. Also da kann es an politischer Aufklärung schon noch einiges geben. Ich möchte noch eine Frage an Herrn Dahmann richten, FPÖ Kärnten. Ich meine, es ist erst vor einigen Tagen hat ein Banker in Deutschland eine geringere Strafe ausgefasst, weil er zugegeben oder gestanden hat, den freiheitlichen Landeshauptmann Jörg Haider bestochen zu haben. Haben Sie nicht ein bisschen Sorge, dass da noch andere Leichen im Keller herumkugeln und da sozusagen das System Haider da jetzt einmal wirklich geoutet wird und dann möglicherweise Sie politische Nachteile haben, die Sie noch gar nicht abschätzen können? Ganz und gar nicht. Ja. Diverse Informationen zu diesen Vorhalten hat es ja natürlich auch schon in den letzten Jahren gegeben. Das ist ja nichts Neues, was da jetzt aus Bayern irgendwo dahergekommen ist. Wir haben auch, glaube ich, in den letzten Jahren und auch insbesondere im letzten anderthalb Jahren sehr klar von Seiten des Freiheitlichen Parlamentsclubs gemacht, dass wir an einer zügigen und intensiven Aufklärung dieser Causa Hypo interessiert sind und nicht umsonst mit den anderen Fraktionen, aber auch selbst mittlerweile über 20 Anträge eingebracht auf Abhaltung dieses Untersuchungsausschusses Hypo und stehen nach wie vor dazu, dass diese offenen Fragen dringendst im Sinne der Bevölkerung aufgeklärt gehören. Nicht umsonst hat auch der befragte Bürger vorhin, ich zitiere, gesagt, dort, wo es um viel Geld geht und unklare Situationen entstanden sind, gehören diese Themen entsprechend aufgearbeitet. Die Causa Hypo ist ein sowas und ein solcher Fall, ein solcher Themenbereich. Und wenn wir uns vor Augen führen, was tatsächlich seit der Notverstaatlichung mit dieser Bank auch passiert ist in den letzten Jahren, nämlich so gut wie nichts, weil es dort eine Untätigkeit gegeben hat, die auch zum Schaden des Steuerzahlers dann geführt haben kann. Das werden wir dann auch dort herausbringen in diesen Untersuchungen. Dann ist es wirklich sehr wichtig, diesen Ausschuss schnellstmöglich in Gang zu bringen. Herr Dahmann, nur eine einzige Nachstoßfrage, die mich in dem Zusammenhang interessiert. Ich meine, ein strafrechtliches Verfahren ist ja nicht unbedingt nichts. Da gibt es einen Banker, dem wird von der Staatsanwaltschaft ein Deal
amerikanisch, wie man es aus den Krimis kennt, angeboten, damit er nicht, ich sage es jetzt bewusst umgangssprachlich, damit er nicht in Häfen geht, also damit er nicht ins Gefängnis kommt, so wie der Herr Kartnick beispielsweise, wird er gestehen, dass es da so etwas wie Bestechung, und das ist das Wort Bestechung gefallen. Das kann man, und das wird dann auch von der deutschen Justiz sozusagen als rechtmäßig anerkannt. Und jetzt frage ich Sie, da kann man doch das nicht wegdiskutieren und dann sagen, was ist nachher passiert? Nein, das, da haben Sie mich falsch verstanden. Das möchten wir überhaupt nicht und das habe ich auch in keinem Wort gesagt. Ja. Ich meine nur, wenn Sie konkret dieses Urteil dieser Woche jetzt ansprechen, soll auch das, und da sind wir natürlich auch mit Nachdruck dahinter, Thema dieses zukünftigen Hypo-Untersuchungsausschusses werden, weil es sich hier um ein angebliches Geständnis, ein sogenanntes Geständnis handelt in einer angeblichen Bestechung, die aber für mich selbst als Jurist in dieser Art und Weise, wie wir es laut den Medien transportiert bekommen haben, noch nicht nachvollziehbar ist. Ja. Wir haben ja keine Urteilsausfertigung. Ich bin auch gespannt, was dann dort in weiterer Folge für die Urteilsbegründung auch drinnen stehen wird. Nur das, was bis jetzt bekannt ist, wirft mehr Fragezeichen auf, als es Antworten gibt. Und deswegen sollte auch das ein Thema des zukünftigen Ausschusses werden. Herr Luger, Sie reklamieren sich rein. Ja, also es wird ja viel theoretisiert. Ich würde es gerne an einem praktischen Beispiel erklären, um was es mir geht. Stellen Sie sich vor, es kommt dieser Ausschuss und der Ex-Finanzminister, der ja diese Notverstaatlichung zu verantworten hat, wird befragt. So. Und man fragt zum Beispiel, ob der Onkel Erwin aus Niederösterreich hier Einfluss genommen hat. Es steht aber im Gesetz, dass genau solche Fragen eben nicht erlaubt sind. Es steht nämlich im Gesetz, die Fragen dürfen weder unbestimmt, noch mehrdeutig, noch verfänglich sein. Onkel Erwin, das heißt, muss man wirklich nicht sagen. Der Erwin Bröll aus Niederösterreich, ich glaube, das ist ja der Onkel von Ihnen. Das wäre sehr bestimmt, wenn Sie sagen, der Landeshauptmann schon Niederösterreich. Nein, aber die Frage ist unbestimmt, indem ich frage, inwieweit er auch Einfluss genommen hat. Wir versuchen ein bisschen wertschätzend zu diskutieren, das ist gemeint. Schauen Sie, um was mir geht es Folgendes. Die Frau Damandl hat behauptet, nein, überhaupt nicht. Die Frau Damandl hat behauptet, wir als Opposition haben die Möglichkeit, Auskunftspersonen zu laden. Ja, stimmt. Aber was habe ich da davon, wenn ich dann die Fragen, die wichtig sind, nicht stellen darf? Weil das Gesetz genau das verhindert und es zwei Instanzen gibt, die das auch im Ausschuss verhindern werden, nämlich die Präsidentin und der Verfahrensrichter. Das heißt, das ist die Ausgestaltung, die aus meiner Sicht eine Katastrophe ist. Und wenn der Herr Bendl dann behauptet, es gibt so etwas wie ein Parlament, wo die Abgeordneten nicht der Regierung hörig sind, dann müssen genau Sie das in Zweifel ziehen, weil Sie waren ja derjenige, der damals auf Geheiß des Herrn Faymann den Untersuchungsausschuss abgedreht hat, um zu verhindern, dass der Herr Faymann aussagt. Und sich dann hinzustellen und sagen, Sie haben ein Interesse als Abgeordneter, dann muss man sagen, Sie haben ein Interesse als Regierungsabgeordneter. Und deshalb habe ich gesagt, die Regierung bestellt und die Regierung tut. Und das ist ja in Wirklichkeit ist es auch so. Der Luger hat die Frau Damann und Herrn Bendl angesprochen, deswegen möchte ich auch gleich Sie... Also Herr Luger, das ist so eine unsachliche Wortmeldung, die Sie da machen. Erstens einmal haben Sie das alles gar nicht gelesen, weil sonst hätten Sie das, was der Herr Kollege Damann, erst alles aufgezeigt hat, das haben Sie vorher ganz anders dargestellt. Und ganz ehrlich, es wird niemand, wenn jemand eine Auskunftsperson fragt und sagt, hat der oder der Einfluss genommen? Also entschuldigen Sie bitte, niemand wird so eine Frage nicht zulassen. Ja, also ich meine, Sie wissen auch ganz genau, dass Sie natürlich jetzt hier nicht herauskommen, wenn Sie der Einzige sind, der da nicht zugestimmt hat und der Einzige sind, der das grundsätzlich verteufelt mit so einer Argumentation. Das stimmt überhaupt so nicht. Und bitte, wir haben immer gesagt, wir wollen eine Versachlichung der Aufklärung und das wird jetzt auch passieren. Und was die Sache betrifft, also die Sache Hypo und auch die Verantwortung der Freiheitlichen in Kärnten, also ich glaube, man muss ja die Kirche im Dorf lassen, was die Kenntnis zum damaligen Zeitpunkt der Notverstaatlichung betrifft. Vielleicht wissen wir halt andere Dinge, die man damals in dieser Nacht nicht gewusst hat. Ja? Und das wird auch der Untersuchungsausschuss aufklären müssen. Mhm. Weil heute wissen wir viel, was damals war oder was sich in diesen Jahren vielleicht abgespielt hat, auch was sich wirtschaftlich bei der Hypo abgespielt hat, dass hier keine Sanierung möglich war. Ja? Damals war das alles irgendwie anders. Und das gehört aufgeklärt. Ja? Aber wie gesagt, wir sind nicht in einem Strafverfahren, sondern wir haben die politische Verantwortung zu klären. Und die haben wir genauso zu klären, von dem Herrn Landeshauptmann Haider und wir alle da von den Freiheitlichen und auch BZ Döllern damals geheißen haben. Ja? Und natürlich auch danach, das ist überhaupt keine Frage. Aber was soll sich nicht täuschen, dass man vielleicht Dinge, die man heute weiß, wo man es heute besser weiß, weil im Nachhinein ist man immer gescheiter, ja? Man muss sich schon überlegen, was war zum damaligen Zeitpunkt der Wissensstand, ja? Bei der Verstaatlichung beispielsweise. Herr Bendl, auch Sie waren angesprochen, dann können wir uns mal die Runde da ein Stück weiterbringen. In aller Klarheit, wenn Sie mich ansprechen, Herr Kollege,
Dann muss ich sagen, lernen Sie Geschichte, hat einmal ein großer Staatsmann bei uns gesagt, weil es ist nachzulesen in den parlamentarischen Unterlagen, wie viele Jahre wir selbst alle gesagt haben, wir brauchen ein neues Verfahrensrecht. Und mehrere Kollegen haben zum Ausdruck gebracht, na, glauben Sie nicht, dass wir keiner hätten beim ersten Antrag schon sagen, ja, machen wir, aber wir hätten ihn unter den alten Spielregeln gemacht. Wir wollten ihn aber, das haben wir überall zum Ausdruck gebracht, ihn nach den neuen Spielregeln machen. Also, ich bleibe dabei, entweder kennen Sie ihn ja nicht aus oder haben Sie es nicht gelesen, aber lassen Sie mich eines sagen, das ist mir wichtig. Jetzt wird sich jeder in der Zukunft einmal mit überlegen, dass wir ganz neue Spielregeln haben und gewisse, sage ich, vielleicht Usancen, die es gegeben hat in der Vergangenheit, erst gar nicht mehr eintreten. Weil dass wir jetzt so ein neues System haben, ist eben neu. Und darum habe ich eingangs gesagt, beurteilen wir das in der Zukunft, was das wirklich gebracht hat. Weil gescheiter wäre es ja, und ich hoffe, dass wir da Konsens haben, wenn gewisse aufklärungswürdige Geschichten erst einmal gar nicht passieren, weil das wäre der größte Erfolg dieser neuen Reform. Ja? Ein starkes Parlament ist, was jeder weiß, was das Parlament aber da noch kann. Und lassen Sie mich noch eines sagen, das geht immer unter. Ich verwende jetzt nicht Ihren Begriff. Machtzentren. Ich sage Ihnen, das ist der Hort der Demokratie. Und Demokratie, um die muss man kämpfen. In allen Bereichen. Werben, verhandeln, ist gehört alles dazu. Es muss aber auch klar sein, dieses Haus hat 0,2% des Bundesbudgets. Wird ununterbrochen geprügelt, auch von den Damen und Herren Journalisten. Demokratie hat aber auch mit Kosten etwas zu tun. Wir werden demnächst eine parlamentarische Kommission, Enquete-Kommission haben zur Demokratie. Wir werden demnächst diesen Ausschuss haben. Wir haben einen Unterausschuss von Rechnungshofausschuss und es ist zumindest in der politischen Diskussion, dass vielleicht ein weiterer Untersuchungsausschuss kommt. Wir haben neue Rechte, was Europa betrifft. Wir haben ein Bundeshaushaltsrecht. Niemand, ich tue das regelmäßig, wird dafür recht getögelt, auch von den Medien, das Wort zu ergreifen, dass diese Arbeit im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher, der Demokratie, wenn sie wollen, auch der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, auch etwas kostet. Das muss uns auch bewusst sein. Und ich bin sicher, dass wir das schaffen. Das wird dieses Parlament schaffen. Weil ich glaube, der Quantensprung war, dass wir alle gesehen haben bei den Verhandlungen, die was dabei gesessen sind und das ernst genommen haben, dass wir für die Zukunft europäisch, international sehr eher nicht stabile Zeiten bis in die Innenpolitik eine, brauchen wir ein starkes Parlament. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Und jetzt sollten wir schauen, dass wir dieses neue Vorhaben, jetzt in der ersten Lesung haben wir es gehabt, ich gehe davon aus, dass wir es also in zweiter Lesung und dritter Lesung sehr rasch beschließen werden, wirklich mit Leben erfüllen. Und dann, Herr Kollege Luca, können wir darüber diskutieren. Und ich hoffe, dass sich alle erinnern können, was da heute gesagt ist worden oder im Parlament und was wir dann beweisen werden können, was hier für die Demokratie und für dieses Haus eigentlich geleistet worden ist. Herr Bendl, weil Sie schon Listen angesprochen haben, hier genau gibt es die Möglichkeit, das zu diskutieren und zu debattieren. Und diese Möglichkeit haben Sie auf ÖF3. Also das muss ich auch einmal dazu sagen. Es ist nicht nur, dass wir prügeln. Ja? Also es wird schon nachgefragt. Ich habe es aber auf einen Bezug gebraucht. Ja. Ich möchte auch noch Sie fragen, Herr Bendl. Ich stimme Ihrer Analyse durchaus zu. Nicht? Über die Wichtigkeit des Parlaments, da sind wir uns einig. Also, und ich gehöre sicher nicht zu denen, die das Parlament prügeln. Aber was ich nicht ganz verstehe, ist diese zeitliche Begrenzung des Untersuchungsausschusses. Nicht? Also der kann ein Jahr tagen, dann noch ein halbes Jahr nicht? Mit gewissen Voraussetzungen. Warum diese mechanistische Beschränkung? Warum kann der Untersuchungsausschuss nicht selber bestimmen, wann er fertig ist? Schauen Sie, es gibt hier zwei Zugänge. Wir haben das offen also auch diskutiert. Es ist ja nicht nur eine Frage jetzt von der Mehrheit, sondern auch von der Minderheit. Beide Seiten haben also kein Interesse gehabt, dass eine andere Seite irgendwas versucht, lang hinauszuziehen. Wir haben ja erstmals jetzt einen sehr präzis gefassten Aufgabenkomplex oder Themenstellung, wie es wollen. Ja? Das ist ja eng. Erinnern Sie sich an den letzten zum Beispiel. Solche Themen, ja? Ende nie. So, das muss man sich fragen, warum man das beschlossen hat. Wurde aber beschlossen. Ja? Das Parlament so beschlossen. Jawohl, sag ich schon. Was war halt die Kultur? Jetzt haben wir eher einen knapp gehaltenen Auftrag, den wir uns geben und haben gesagt, wir wollen in Wirklichkeit weder als Mehrheit die Opposition behindern, aber die Opposition hat auch kein Interesse,
Interesse, dass wir ins Ziehen anfangen und dadurch alle anderen Maßnahmen, die vielleicht ins Hause stehen, dadurch behindern. Haben wir offen diskutiert. Und ich glaube, das Wesentliche an dieser Frage ist, dass wir erstens einmal, wann die Zeit da ist, sowieso einmal gleich ausstickeln können. Wir müssen nicht wiederholen, ist schon gesagt worden. Und ich glaube, der Quantensprung, und das wird sich jeder Abgeordnete, der da drin sitzt und jede Fraktion im Haus, wird sich das überlegen. Was haben sie denn davon, wenn er aus ist? Der ist aus und wird sofort wieder beantragt. Das heißt, es gibt de facto die Situation nicht mehr, dass du irgendwo so drast. Gibt es nicht. Weil du die rechtlichen Möglichkeiten hast, normale Zeit, Verlängerung, und wenn es aus ist und man sagt, na, jetzt haben wir noch auf, fassen wir wieder nicht. Perpetuum mobile Ding. Herr Broos, darf ich da gleich nachfragen? Ich meine, alle Mutmaßen, den U-Ausschuss Hypoalpe Adria wird es geben. Wird dieser U-Ausschuss nicht ein Minderheitenrecht, sondern wird das ein Sechsparteienantrag? Nein, aus unserer Sicht auch ganz klar nein. Schaut jetzt vielleicht etwas komisch aus, hat aber natürlich eine Logik dahinter. Weil wenn es ein Sechsparteienantrag wäre, dann wäre es nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung kein Minderheitsantrag, sondern ein Mehrheitsantrag, der auch zulässig ist, mit anderen Verfahrensbestimmungen. Unter anderem mit der Möglichkeit, einen Fristsetzungsantrag zu machen in der Vergangenheit und dann bei einem Mehrheitsausschuss zu sagen, es gibt ein Ende. Da hätten wir wieder das berühmte Abdrehen drinnen. Rein realpolitisch. Es gibt momentan die Situation, die Minderheit kann einen Ausschuss mehr antragen und erst wenn der vorbei ist, den nächsten. Jetzt brauchen wir nicht so blauäugig sein, dass die Regierungsparteien jetzt sagen, super, das machen wir als Mehrheitsausschuss und den zweiten Minderheitsausschuss können Sie gleich parallel machen. Dann habt ihr sozusagen das Recht auch noch drinnen. Auch das ist unrealistisch und bringt auch wenig dazu. Die Rechte im Minderheitsausschuss sind stärker für die Opposition wie im Mehrheitsausschuss. Und damit ist völlig klar, dass es für uns ein Minderheitsausschuss wird. Auch wenn man sich, und das sage ich auch dazu, in den Bereichen gerade beim ersten Ausschuss schon gut beraten ist, sich auf manche Dinge zu einigen. Stichwort Verfassungsgerichtshof, das ist ja sozusagen als Damoklesschwert für alle ganz interessant, aber verlieren würde es niemand. Aber könnte da nicht ein Wettrennen entstehen, sozusagen, dass jetzt sagen, die Regierungsparteien sagen, also wir machen das jetzt als Mehrheitsgeschichte, wir bringen jetzt einfach den Hypoalpe Adria Untersuchungsausschuss, die Frau Damandl ist schon Fraktionsführerin im U-Ausschuss, also das ist schon bestellt quasi, das schaut irgendwie alles fix und fertig und wir starten los. Nein, aber das hat ja auch Schieder und Lopatka gleich danach klargestellt, dass es das nicht geben wird. Und es macht jetzt, ich meine, jetzt haben wir Jahrzehnte gekämpft, dass es Minderheitsrecht gibt. Und kaum gibt es Minderheitsrecht, tun wir so, als hätten jetzt Regierungsparteien und Oppositionsparteien das gleiche Interesse, gerade wo es ja wieder um die Frage der Kontrolle der Regierung geht. Es war ja auch eines der Probleme, glaube ich, in der Vergangenheit. Vielleicht kann ich das noch kurz sagen, auch was die Veränderung bewirkt hat. Weil natürlich es für die Regierungsabgeordneten auch nicht super war, im Wahlkampf die Frage zu bekommen, ja, warum ist denn der Bundeskanzler nicht gekommen? Und bislang war die Funktion natürlich so, dass die Regierungsabgeordneten in dem alten System logischerweise eine gewisse Form gehabt haben, wo die sagen haben können, ja, wenn der Minister nicht kommen will, komme ich nicht. Das ist ja auch eine Erleichterung, weil jetzt gibt es das nicht mehr. Jetzt kann die Opposition es bestimmen und auch Regierungsfraktionen im Haus können es nicht verhindern. Das ist für das ganze System, für die Aufstellung eine Erleichterung und wird diese ganze Streitkultur wahrscheinlich auch etwas besser hinbringen, weil auch das nochmal drauf, man kann zum Gericht gehen, aber dann verliert einer. Und dann schaue ich ja lieber, dass ich vorher einen Kompromiss habe, mit dem man gemeinsam leben kann, als es auszureizen. Jetzt hat sich mehrfach der Herr Luger zu Wort gemeldet und Sie waren auch mehrfach angesprochen. Bitte. Ja. Also warum die Regierung das beschränkt auf ein Jahr, war die Frage. Das ist ganz einfach. Es steht im Gesetz, dass 4 Sitzungen pro Monat einberufen werden sollen. Ja, 4 Sitzungen. Also es wäre möglich. Na schauen Sie, wenn drinnen steht mindestens 4 Sitzungen, heißt das, dass eben 4 Sitzungen einberufen werden können. Und wenn Sie das ausrechnen und sich die ganzen Feiertage abziehen und die ganzen Urlaube und die Sommerpause, dann wissen Sie, warum nur ein Jahr, weil da wird es nicht zu allzu vielen Sitzungen kommen in der Summe. Und wenn dann noch der Arbeitsplan auch noch vom Vorsitz gemacht wird, dann kann man hier schon sehr steuernd eingreifen. Das heißt, dann gibt es dann ein Endergebnis. Sie wissen, nach einem Jahr kommt der Bericht und dann kommt eben raus, alles in Ordnung, alles super bei der Hypo, weil man eben nicht in die Tiefe gehen konnte. Und dann schaue ich mal an, ob die Opposition gleich noch einen macht, weil das ist ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung dann ein Problem. Und genau um das geht's. Es geht darum, dass jetzt ein Untersuchungsausschuss kommt, der wurde stark amputiert, die Möglichkeiten wurden, ich will nicht sagen kastriert, aber es ist fast so. Und da will man eine Reinwaschung machen, dass die Regierung sagen kann, es hat diesen Ausschuss gegeben, mit den Bedingungen kann man das gut steuern, dass da nichts rauskommt und dann kann man sagen, alles ist gut und die Opposition hat sich geirrt. Und das Herr Luger, geht's. Helfen Sie mir, ich möchte Sie aus der Rolle des Krokodils herausbringen. Ja.
Ich möchte Sie fragen, was ist denn gut an der Geschichte? Finden Sie überhaupt irgendwas Gutes oder ist das im Grunde genommen alles... Ich sage es jetzt nicht. Na, was. Ich habe immer gesagt, ich bin sehr für das Minderheitenrecht, ich bin sehr dafür, dass man Zeugen laden kann, ich bin sehr dafür, dass man Akten einsehen kann. Nur der Pferdefuß kommt ja dann im Detail. Man kann zwar Zeugen laden, aber man darf sie nicht alles fragen. Man kann zwar Akten einsehen, aber da gibt es dann welche, die sind geheim und welche sind streng geheim. Da wird dann auch noch, da wird dann auch noch die Immunität aufgehoben, dass man bis zu 3 Jahre Gefängnis ausfasst, wenn man hier etwas preisgibt. Also all diese Dinge stehen in diesem Gesetz und das ist einfach nicht tragbar. Vertrag. Mandl, wollen Sie korrigierend von Ihrer Warte aus eingreifen? Also zu diesen mindestens 4 Tagen im Monat. Also unter der alten Verfahrensordnung, der letzte Untersuchungsausschuss, der hat oft wochenlang 3-mal in der Woche getagt. Also ich weiß nicht, wo hier die Kritik sein soll, wenn steht mindestens 1-mal oder mindestens 4-mal im Monat. Wir haben so oft und so viel getagt beim letzten Mal. Die Opposition hat den Vorsitz geführt und wir mussten alles noch mit Mehrheit beschließen und mussten alles noch mit Mehrheit erklären. Die Termine, den ganzen Fahrplan etc. Also wie gesagt, dass es hier zu Verschlechterungen kommt für die Opposition oder dass es hier zu weniger Sitzungen kommt, also ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo Sie hier versuchen, ganz einfach das schlecht zu reden. Nur wegen dem, steht mindestens. Na, stellen Sie sich vor, da stehen höchstens 4-mal. Also das ist ja, eigentlich schlimmer. völlig absurd. Wenn steht mindestens 4-mal, dann können Sie zumindest sicher sein, dass in jedem Monat, auch in Monaten, wo es 5 Feiertage gibt, dass es sehr wohl auch dann 4 Sitzungstage gibt. Aber es wird sehr wohl mehr Sitzungstage geben, weil es hat bei der letzten Verfahrensordnung schon wesentlich mehr Sitzungstage gegeben. Also wie gesagt, auch das ist wieder ein Argument von Ihnen, das ist an den Haaren herbeigezogen. Ja? Herr Bendl, Sie wollen ad hoc einen Satz? Nur eine Klarstellung. Also Herr Kollege, in harten Zeiten der Auseinandersetzungen der vergangenen Untersuchungsausschüsse und ihr kennt alle Abgeordneten, von Peter Pilz bis zum Wesenthaler, bis zum Amann, bis zum Pötzner, bis zum Wilimski, wir haben in die Fraktionsführerbesprechungen all diese Fragen selbst im alten Recht geregelt. Also teilt's nicht, wo es behaupten, wo es nicht einmal in den harten Auseinandersetzungen stattgefunden haben. Weil die Fraktionsführer haben immer einen Weg gefunden. Und das sprengt nur den zeitlichen Rahmen, warum wir das Verfahrensrecht in Wirklichkeit ändern haben müssen. Und nehmen Sie eines zur Kenntnis. Ein Abgeordneter hat auch im Schutz der Immunität über andere Menschen etwas zu behaupten, was sonst in der Republik niemand kann. Ich glaube, dass diese Lösung eine gute ist. Herr Dahmann, Stichwort Hypoalpe Adria Untersuchungsausschuss wird also wahrscheinlich ein Minderheitenantrag sein. Werden Sie diesen Hypoalpe Adria Untersuchungsausschuss unterstützen? Als FPÖ, Sie sind ja ein bisschen auch ein Züngel an der Waage, wenn es um Minderheiten geht. Das haben Sie sehr richtig erkannt und auch gut dargestellt, weil das sicherlich auch eins unserer Verhandlungsergebnisse und auch unser Verhandlungserfolg ist, dass ein Minderheitenuntersuchungsausschuss ohne Zustimmung der FPÖ auch nicht stattfinden kann. Aber wir haben, glaube ich, um mich auch hier wieder zu wiederholen, in den letzten 15, 16 Monaten immer und immer wieder durch Anträge, durch unsere Redebeiträge hier im Parlament auch klargemacht, dass wir diese Vorkommnisse bei der Hypoalpe Adria Bank aufklären wollen. Dieser Untersuchungsausschuss dringendst notwendig ist und wir auch die Verschleppung dieses Ausschusses auch schwerst kritisiert haben, auch über Monate hinweg. Und auch nicht zuletzt die Petition von über 250.000 Bürgern ja zeigt, dass es hier eine Notwendigkeit gibt, die Bevölkerung erkennt, Aufklärung und Licht ins Dunkle zu bringen. Und jede Partei, ja, insbesondere natürlich auch die bis jetzt auch diesen Untersuchungsausschuss ständig gefordert haben, wird nach wie vor sicherlich dazu stehen. Und ich kann in diesem Zusammenhang auch jetzt, wer auch immer vom Team Stronach da drinnen sitzen wird, auch nur mitgeben, nicht jetzt im Vorfeld abfällig über diese Einigung zu reden, teilweise auch zu spotten, ja, sondern dort konstruktiv mitzuarbeiten, aber nicht mit dem Ziel, wie Sie es vorher gesagt haben, allen zu beweisen, wie schlecht diese Verfahrensordnung ist, sondern mit dem Ziel, Aufklärung für den Bürger Platz greifen zu lassen. Das ist das Ziel eines Abgeordneten, der in einen Untersuchungsausschuss hineingeht. Und das ist unser Anspruch, den ich zumindest auch bis jetzt gehabt habe. Ich gehe auch davon aus, dass ich ein Teil unserer Fraktion sein werde, der auch in diesem Untersuchungsausschuss drinnen sein wird und aktiv mitarbeiten. Und es wird eine herausfordernde Arbeit werden, aber diese gehört angegangen. Ein politisch umschriebenes, klares, rhetorisches Ja war das? Ja.
Okay. Sie sehen, warum Parlamentssitzungen sehr lange dauern. Herr Scherak, letzte Frage an Sie in diesem Zusammenhang. Ich hätte noch ein wenig einen Ausblick in die Zukunft gemacht. Es wird ja gemunkelt, jedenfalls Kommentatoren in den Printmedien schreiben und sagen, naja, da wird es ja noch einige Untersuchungsausschüsse im nächsten Jahr gehen. Was ist denn aus Ihrer Sicht ein realistischer Untersuchungsausschuss neben Hypoalpe Adria? Also ich glaube, weil Sie auch vorgefragt haben, das ist klar, dass die Hypoalpe Adria ein Minderheitenausschuss, Untersuchungsausschuss sein wird. Wir haben das ja vorgeschlagen als Erster. Es war Ablehnung, da kann man jetzt darüber diskutieren, wieso oder auch nicht. Das ist aber, glaube ich, nicht so relevant. Das, was wesentlich sonst, also ich glaube, das ist wesentlich, dass wir das einmal aufklären. Das ist quasi der größte Skandal der Zweiten Republik mit unglaublichen Milliarden, die versenkt wurden und die wir den nächsten Generationen umhängen. Zusätzlich dazu ist ja schon angesprochen worden, das sind die Missstände in der Justizanstalt Stein, generell Missstände im Straf- und Maßnahmenvollzug, wo ja wirklich doch jetzt fast wöchentlich einfach Dinge hochkommen, wo wir ganz klar sehen, dass dort einiges schief läuft. Da haben aber auch die Regierungsparteien schon gesagt, dass sie das gemeinsam auch einbringen wollen. Das heißt, das wäre halt dann so ein Mehrheitsuntersuchungsausschuss. Ich glaube, das ist im Wesentlichen, wenn wir alle, das ganze Parlament, sehr beschäftigt sein mit dem Hypo-Untersuchungsausschuss. Das wäre ein zweiter. Otto Bendl hat schon angesprochen, wir haben eine Enquete-Kommission zur direkten Demokratie, es gibt eine Enquete-Kommission zur Würde am Ende des Lebens. Und, ja, Ich glaube, dass das über Straf- und Justiz, dass das ein wichtiger Punkt ist, weil hier wirklich wöchentlich Dinge auch hochkommen, die wirklich alles andere als schön sind. Herr Brose, auch Sie möchte ich fragen, was ist realistisch zusätzlich neben Hypoalpe Adria, dass dann nächstes Jahr auf die Österreicherinnen und Österreicher vom Parlament sozusagen zukommen wird? Na, Mehrheitsausschüsse, weil es kann ja parallel nur einen Mehrheitsausschuss geben. Strafvollzug ist genannt worden und ich halte alle Fragen, ich weiß, dass das beliebt ist in den Medien, aber was in 1,5 Jahren für ein Thema möglicherweise im Sinn von Verfehlungen in der Regierungspolitik da liegt, kann heute niemand seriös beantworten. Also das ist alles Kaffeesud, was jetzt gemacht wird, was möglicherweise Mitte 2016 als Thema dann ansteht. Herr Bendl, Frau Dammerl, Sie sind am Zug, wenn das Thema Mehrheitsausschüsse im nächsten Jahr ein Thema sein sollte, sehen Sie da einen? Also im Sommer wurde ich angesprochen von mehreren Fraktionen, wie unsere Position ist, zum Beispiel zum Thema Strafvollzug. Habe ich gesagt, wenn das der Wunsch des Hauses ist, macht man sofort. Okay. Frau Dammerl. Ich kann mich da als ÖVP-Fraktion nur anschließen. Das war damals ja Thema. Aber wie gesagt, ich würde sagen, jetzt einmal einen Minderheitsausschuss irgendwann am nächsten Jahres zu bekommen, das wird uns einmal genug beschäftigen und dann wird man weitersehen. Also ich glaube auch, dass man da nicht Kaffeesud lesen muss. Herr Dammann? Themen gäbe es viele zum Aufarbeiten, aber nachdem es hier, wie eben gesagt, formal nur einen Mehrheitsausschuss geben kann, wird sich die Mehrheit hier sehr wohl überlegen, welches Thema sie tatsächlich angreifen will als heiße Kartoffel. Unserer Meinung nach wäre es dringend notwendig, auch den NSA-Skandal aufzuklären, anzupacken, wer, wann, in welcher Art und Weise und in welcher Funktion von dem Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, in die Grundrechte unserer österreichischen Bevölkerung gewusst hat, durch einen entsprechenden US-amerikanischen Nachrichtendienst und vielleicht im Wissen um diese Eingriffe untätig geblieben ist. Das ist ein Thema, das nicht nur uns als Politiker interessieren sollte, sondern vermutlich auch die betroffenen Bürger an sich interessiert. Und da gäbe es noch viele andere Themen, wie beispielsweise ich möchte den Ukraine-Skandal nennen. Außenpolitische Entscheidungen der Regierungsmitglieder der Republik Österreich im Wissen um die nachteiligen Folgen für das eigene Land, für die eigene Wirtschaft, für den eigenen Arbeitsmarkt, wenn Sie die Sanktionen gegen Russland unterstützen. Auch das wäre interessant. Ich will nicht der Thomas Gottschalk der Politik werden. Deshalb, Herr Luger, Sie haben auch jetzt Zeit, sich dazu zu äußern. Ja, ich kann mir auch viele Themen vorstellen. Ich glaube nur, dass was ist wahrscheinlich, was Sie sich vorstellen, was ist wahrscheinlich? NSA zum Beispiel ein sehr gutes Thema. Ja. Ich kann mir aber leider unter diesen Bedingungen vorstellen, dass es schwierig wird. Aber ich werde mich einbringen. Ich hoffe, dass wir trotzdem etwas zustande bringen. Ich werde auch dafür kämpfen. Die Bedingungen sind schwierig. Die Regierung hat sich das so gerichtet und ich werde aber trotzdem mein Möglichstes tun, dass hier Aufklärung passiert. Ich muss einmal nochmal festhalten: Sie arbeiten dann beim Untersuchungsausschuss mit, aber haben gegen diesen Untersuchungsausschuss. Wir hätten gern mehr Rechte gehabt. Ist das so? Ja. Ist das so verwerflich? Ist es verwerflich, wenn ich als Opposition gern mehr Rechte zur Kontrolle der Regierung haben will? Ist das verwerflich? Herr Luger, ich sage Ihnen wertschätzend, ich bin Ihnen nicht böse. Na, Gott sei Dank. Frau Dammerl,
Meine Herren, lieber Andreas, herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Bereitschaft zur Diskussion. Wir sehen uns wieder bei 60 Minuten Politik direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament in Wien, heute in einer Woche, am Donnerstag, den 6. November ab 22.25 Uhr. Dann mit diesem Thema: offene Stellen, doch keine Jobs. Was läuft falsch am Arbeitsmarkt? Zu Gast sind die Arbeitnehmersprecherinnen und Sprecher der Parlamentsparteien. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Weiterhin informatives Fernsehen mit ORF 3 Kultur und Information. Guten Abend.